Das Balance-Duell. Toni, 8 Jahre behauptet, ich kann schneller auf einer Laufkugel durch einen Parcours balancieren als Yvonne Katterfeld. Toni und Yvonne haben die Aufgabe, abwechselnd auf einer Laufkugel mit 70 cm Durchmesser einen Parcours so schnell wie möglich zu durchlaufen. Jeder hat 2 Durchgänge. Wer vom Ball absteigen muss, darf wieder rauf. Die Zeit läuft allerdings dann weiter. Wer die Strecke am schnellsten absolviert, gewinnt das Duell. Lein gegen Groß, auf, los geht's, los! Boah. Okay. Und Zeit läuft. Oh mein Gott, oh, krass. Das sieht bei Toni natürlich. Ist ja. Oh, krass. Einmal außen rum. Und ab ins Ziel. Junge, 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 komm ran. Super gemacht, Toni. Also. Super, Toni. Mann, Wahnsinn. Das können wir schon mal sagen. Wenn der Kugelsprint irgendwann olympisch wird, dann sind wir da in Deutschland ganz vorne mit dabei. Mal schauen. Das ist gefährlich wieder. Ja, ja. Aber so, das jetzt ist unfassbar. Die Yvonne. Es ist eine Konzentrationssache, es ist viel mit Körperspannung zu tun. Sehr gut ausbalanciert. Offensichtlich ist es nicht hilfreich, nach unten auf die Füße zu schauen. Denn das konnten wir auch bei Toni schon beobachten, der ja auch eher immer ein Stück nach vorn geschaut hat. Ganz stark. Also so, jetzt umdrehen. Immer ein Gefühl dafür zu behalten, nicht zu schnell zu werden. Oh, ja, 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 ja. Mach, zieh's durch, zieh's durch. Das ist krass. Sag mal, wie anstrengend das ist. Ich habe einen total trockenen Mund, es ist super anstrengend. Also, es sieht, glaube ich, einfach aus. Ich weiß es nicht, also bei Toni nicht, weil der ist ja so klein und die Kugel so groß. Mhm. Aber es ist super anstrengend. Als ich mich gefragt habe, ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Du hast es geschafft. Wahnsinn. Und du hast ja noch einen 2. Durchgang. Also, wir sind gespannt. Toni war auch beeindruckt. Warte, ich mach's. Ich wollte die Kugel nur nicht über die Zehen rollen. So. So, Toni.
Gut, zweiter Durchgang für dich. Auch du musst dich konzentrieren. Ne? So, schauen wir mal, was geht. Bist du bereit? Gut, dann rauf auf die Kugel. Und es geht los. Ich glaube, Toni hat sich noch mal ein bisschen was vorgenommen. Alleine, wie er das abfängt, ne? Man denkt immer, gleich ist die Kugel schneller als er. Einmal rum um die Stange. Also Toni, das könnte eine neue Bestzeit werden. Hey. 37 Sekunden. Halleluja. Noch mal schneller als im ersten. Oh, großartig, Toni. Bist du mein neuer Trainer? Ja. Ja? Okay. Ja, genau. Toni, Yvonne hat ein großes Ziel. Jetzt unter 2 Minuten. Nein, das war. Nein, das war ganz. Das war ganz ernst gemeint. Das war überhaupt nicht irgendwie despektierlich. Knapp drüber. So, Toni. Aber alleine da drauf zu stehen. Und es geht los. Ja, natürlich auch nicht zu viel riskieren. Die Konzentration behalten. Sehr gut. Toni, das sieht gut aus bis hierhin. Wir sind noch unter 1 Minute. Du kannst zurück, du bist drauf. Umdrehen. Alles gut. Ja. Und jetzt straight ins Ziel. Komm. 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 Eins fünfundfünfzig. Sehr, sehr gut. Danke. Toni. Komm her, ich muss wieder zurück. Toni kümmert sich um die Kugel. 1,55 war's. Und ich muss wirklich sagen, absoluten Respekt. Lass mir hier liegen. Lass mir hier. Ja? Toni, komm her. Oh, wahnsinnig. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Zeitlupe. Da sehen wir Toni. Er ist in Zeitlupe noch so richtig schnell unterwegs. Und mit dem Lächeln. Ne? Das ist das, guck mal, mit dem Lächeln auf dem Gesicht. Das ist das Erschreckende. Ne? Also, wir haben einen Sieger hier im Balance-Duell. Und das ist Toni. Herzlichen Glückwunsch, Toni. Bam. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek. Und hier gibt es das nächste Video. Also, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.